Ein LPZ bietet uns. Die LPZ bietet uns einen Anknüpfungspunkt für systematische Messungen, wie viele Dekubitusfälle es zum Zeitpunkt der Messung in unseren Einrichtungen von Vivre gibt. Dann können wir diese Zahlen mit unserem Kooperationspartner vergleichen, um festzustellen, wo wir stehen. Wie gut tun wir das eigentlich? Und ich denke, bringt einen großen Vorteil insofern, dass wir ganz gezielt Maßnahmen treffen können. Maßnahmen zur Pflegequalitätsverbesserung. Grundsätzlich verursachen Stürze und auch die Dekubitusgeschwüre und Mangelernährung sehr viele Kosten. Es ist auch im weitesten Sinne natürlich auch eine Kostensenkung. Es ist auch verbunden mit einer Einschränkung der Lebensqualität für den Menschen. Und ich sehe es als Pflegemanagerin auch als Aufgabe, diesbezüglich Beweise anzutreten und sich auch Benchmarking zu betreiben, auch schauen, wie schaut es in anderen Ländern aus, wie schaut es in Deutschland aus, wie schaut es in Holland aus. Ich denke, das bringt uns hier im Süden von Österreich in Graz sehr viel. Gemiddeld mit het landelijke gemiddelde en met de landelijke trends. Stehen wir im Vergleich zum landesweiten Durchschnitt und zu den Tendenzen gut da? Sind wir nicht so gut? Wo können wir uns verbessern? Gleichzeitig schauen wir auf unsere Einrichtungen. Wie schneiden die zum Zeitpunkt der Messung ab? Wenn bei uns eine Einrichtung, wenn man so sagen will, schlecht abschneidet, dann wird nicht gleich geschlussfolgert, dass dort nicht gut gearbeitet wird. Nein, wenn uns die Zahlen vorliegen und angenommen, darunter ist ein stark abweichender Wert, stellen wir uns als erstes die Frage, woran das eigentlich liegt. Die erste Frage, die ihr stellt, ist, wo kommt das nun? Heuer haben wir das Thema Sturz wieder weiterführend in einem Rollout, also die Pilotstationen der einzelnen Kliniken, Neurologie, Unfall und Augenklinik, wird als Beispiel exemplarisch genommen, wie es gemacht wird. Und es wird aufgrund der Situation, wie die Prävalenzerhebung jetzt ausgeschaut hat dieses Jahr, eine Erweiterung erfolgt, das Rollout in den einzelnen Kliniken, in den restlichen Kliniken. Hierbei arbeiten wir mit der Universität im Rahmen eines Programms zusammen, das sich darauf richtet, die Fixierung von Patienten einzudämmen. Die LPZ bietet mir gewissermaßen das Messinstrument, mit dem ich feststellen kann, ob dieser Kurs erfolgreich ist oder nicht. Die jährlich wiederkehrende unabhängige nationale Prävalenzmessung Pflegeprobleme im niederländischen Gesundheitswesen, im niederländischen kurz LPZ genannt, wurde von der Universität Maastricht entwickelt. Die LPZ wird in intramuralen wie auch extramuralen Einrichtungen angewendet. Neben der Aufzeichnung von Faktoren zur Prävention und Beseitigung von spezifischen Problemen im Gesundheitswesen bietet die LPZ auch Lösungen für die Verbesserung der Betreuungsqualität. Guten Morgen! Ich komme zu Ihrem Mann für die Messung. Die Messung wird nach einem festen Protokoll anhand bereitgestellter Materialien durchgeführt. Neben einer gedruckten Version besteht auch die Möglichkeit, die Fragebögen am Laptop oder iPad direkt im Computerprogramm zu erfassen. Die LPZ-Messung ist zuverlässig und wirksam. Zudem werden alle Angaben anonym erfasst. Ich denke, dass wir bewusster darauf achten, Wundliegen und Dekubitus vorzubeugen. Ich meine, dass wir uns doch bewusster damit befassen als vorher. Für den Patienten bedeutet das, dass wir uns jeden Tag darum kümmern. Ja, um gute Pflege zu bieten eigentlich. Jeden Tag. Die Beine nochmal an. Wir sehen, dass wir bei Dekubitus jetzt gerade bei 0% liegen. Wir sehen, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, äußerst positive Ergebnisse zeigen. Ich denke, dass wir so weitermachen müssen. Dann Unterernährung. Das Pilotprojekt, mit dem wir jetzt seit einem Jahr beschäftigt sind, zeigt deutliche Ergebnisse. Die LPZ schärft meinen Blick dafür, die Qualität auf der Station zu verbessern. Sie ist ein Werkzeug, um die Dinge im Vergleich zu anderen noch besser zu machen.
für Dinge noch besser zu tun. Folglich wird unseren Patienten dann noch mehr Zuwendung gewidmet. Jan, was mir bei deiner Abteilung im Vergleich zum Vorjahr auffällt, ist die steigende Tendenz. Nur beim Dekubitus hast du weniger Fälle als im letzten Jahr. Außer den Ergebnissen der eigenen Messung werden auch die landesweiten Daten und die Ergebnisse anderer Jahre präsentiert. Daraufhin haben wir Maßnahmen veranlasst und derzeit liegt unser Stand bei null. Meine Priorität ist nicht, bessere Ergebnisse zu erzielen als meine Kollegen. Mein Ziel ist, die Qualität der Betreuung in meiner Einrichtung so gut wie möglich zu gewährleisten. Und dabei ist die LPZ ein gutes Hilfsmittel. Die LPZ ist ein adäquates Instrument, um Probleme bei der Pflege und Betreuung aufzuspüren und zurückzudrängen. Es ist kostensparend und es bleibt mehr Zeit für gezielte Pflege. Und dadurch wird die Arbeit in der Pflege noch angenehmer. Wir haben von der Pflege im LKH jedes Jahr ein anderes Phänomen als Ziel. Letztes Jahr hatten wir die Inkontinenz. Inkontinenz ist ein Tabuthema, das haben wir auch aufgegriffen, bewusster gemacht, haben auch viele Maßnahmen gesetzt, um alle Pflegenden durchzuschulen, auch Fortbildungen zu machen und auch die Pflegehilfsmittel zu verbessern, was Inkontinenz anbelangt. Und das ist uns ganz erfolgreich gelungen. Wir Führungskräfte sind ziemlich gut darin, den Mitarbeitern die verschiedensten Messungen aufzuhalten. Dabei geht es um Geld, Bettenauslastung, Protokolle etc. Die Mitarbeiter hassen es, was ich gut verstehen kann. Und genau deshalb finden sie die LPZ nicht so schlimm. Sie erfassen die Daten sogar recht gern. Denn bei der LPZ geht es um das Wesen ihres Berufes. Das Pflegepersonal ist stolz darauf, wenn die Dekubitus-Werte auf ihrer Station rückläufig sind. Denn das heißt, dass sie gute Arbeit leisten.